Da könnte es auch häufiger vorkommen, dass Menschen ihre Heimat verlassen, weil das Leben hier im Alter einfach zu teuer ist. Schöne Flecken gibt es schließlich viele. Und wenn es dann noch billiger ist? Ruhestand im Ausland ist heute das Thema in unserem Wieso-Tipp. Um im Ruhestand sorgenfrei zu leben, sind Waldemar und Hildegard Hackstetter vor 9 Jahren von Deutschland nach Bulgarien gezogen und haben sich hier von ihrem letzten Ersparten für 20.000 Euro ein Haus gekauft. Der Grund für mich ist einfach der gewesen, meiner Frau noch einen schönen Lebensabend machen zu können. Und das wäre in Deutschland nicht möglich gewesen, es sei denn, ich wäre noch, bis ich ins Grab falle, zum Arbeiten gegangen wäre. Fast jeder zweite Rentner in Deutschland bekommt weniger als 800 Euro Rente im Monat. Auch Hackstetters haben zusammen nur knapp 1.500 Euro Rente. Dabei hat Waldemar über 50 Jahre gearbeitet, als Schlosser, Metzger und im Justizvollzug. Seine Frau fast 45 Jahre Teilzeit bei einer Reinigungsfirma und als Taxifahrerin. Ich habe also mal schon über ein Jahr gebraucht, meine Frau davon zu überzeugen, dass wir in Deutschland zwar überleben können, aber nicht leben. Denn wir hatten diese Zeit schon mal durchgemacht, wo wir uns kennengelernt haben. Dann ist man mit den Wünschen, mit 5 Wünschen zum Einkaufen gegangen und 3 konnten wir uns nur leisten. Und das wäre wieder passiert. Die Möglichkeit, seinen Ruhestand im Ausland zu verbringen, hat jeder. Die deutsche Rentenversicherung zahlt die Rente in voller Höhe in 150 Länder weltweit. Aber Achtung! Eine Erwerbsminderungsrente wird in voller Höhe nur in Länder des europäischen Wirtschaftsraums gezahlt. Außerhalb dieser Länder drohen Kürzungen. Auch aufpassen sollte, wer einen Riester-Vertrag hat. Wer über die EU-Grenzen hinauszieht, muss unter Umständen alle erhaltenen Steuervorteile und staatlichen Zuschüsse zurückzahlen. Waldemar und Hildegard erhalten in Bulgarien ihre volle Rente, ohne Kürzungen. Aber auch Rentner im Ausland müssen in der Regel Rente und Einkünfte beim deutschen Fiskus versteuern. Zuständig für alle Rentner im Ausland ist das Finanzamt Neubrandenburg. Achtung! Rentner mit festem Wohnsitz im Ausland müssen ihre Rente vom ersten Euro an versteuern. Ihnen stehen keine Steuerfreibeträge und kein Ehegattensplitting zu. Wenn Sie nicht mehr als 10% im Ausland dazu verdienen, können Sie sich per Antrag Steuervorteile wieder sichern. Dass der Umzug ins Ausland Ihnen keine Steuern spart, wussten Hackstetters. Der Vorteil sind die geringen Lebenshaltungskosten. Lebensmittel oder Kleidung kosten viel weniger als in Deutschland. Hildegard hat wieder Spaß am Einkaufen. Auch wenn sie kaum Bulgarisch spricht und hier nur sehr wenige Deutsch. Ich kann mir das leisten. Und in Deutschland würde ich einfach sagen, naja, vielleicht nächsten Monat. 2017 hatte Hildegard einen Unfall, wurde am Bein operiert. Hackstetters haben sich in das bulgarische Gesundheitssystem einschreiben lassen. Die Abrechnung der Behandlungskosten erfolgt über die deutsche Krankenkasse. Dazu haben sie ein Formular angefordert. Das heißt also, wir müssen bei unserer Krankenversicherung den E-121 anfordern. Und diese wird automatisch dann nach Bulgarien an die staatliche Krankenversicherung gesendet, die uns dann annimmt und wir die sogenannte Grundsicherung haben. Das heißt also, wir können zu jedem Arzt gehen. Bei der Krankenversicherung gilt, nur wenn Sie in ein Land des europäischen Wirtschaftsraums oder die Schweiz auswandern, bleiben Sie bei Ihrer deutschen Krankenkasse versichert. Die Leistungen richten sich dann nach Ihrem neuen Wohnsitz. In Ländern außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums verlieren Sie Ihren Krankenversicherungsschutz und müssen sich vor Ort neu versichern oder eine sogenannte unbegrenzte internationale Krankenversicherung abschließen. Auch die Pflegeversicherung zahlt nur die Grundkosten. Für Waldemar und Hildegard kein Grund zur Sorge, denn auch eine häusliche Pflege wäre für sie hier am Schwarzen Meer bezahlbar. Wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Und hier können wir leben, so wie wir es eigentlich verdient haben nach unserem Arbeitsleben. Wer mit dem Gedanken spielt, im Alter auszuwandern und alles richtig machen möchte, sollte sich auf jeden Fall vorab beraten lassen. Umfassende Beratung bieten regionale Stellen der Deutschen Rentenversicherung, das Raphaelswerk und die Evangelische Auslandsberatung.